What the fuck? Alter, was geht ab? So sehen wir hier direkt das 1:0 für den HSV. Mavro, Powder, Faktor! Bundesliga-Relegation 2023. Der HSV steht wieder einmal mit dem Rücken zur Wand. Mit einer 0-3-Niederlage muss der HSV nun zu Hause den Sieg holen mit mindestens 4 Toren Unterschied. Schafft der HSV dieses Jahr die Relegation? Das ist What's up, Fan Primus Family, und happy welcome zu einer neuen Stadion-Vlog-Folge. Heute hier aus der wunderschönen Stadt Hamburg zum Relegationsspiel zwischen dem HSV und VfB Stuttgart. Die Hamburger haben sich in Stuttgart die Lage irgendwie erschwert. Kaum jemand glaubt noch an den Aufstieg des HSV, aber wie man weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch bevor wir gleich ins Stadion gehen, möchte ich euch einmal ein paar Bilder und ein paar Videos aus dieser wunderbaren Stadt Hamburg zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Happy Welcome im Stadion. Da unten sitze ich und wir sind wieder da. Leute, guckt euch mal bitte meinen Platz an. Direkt am Rasen, direkt am Geschehen. Crazy. Leute, ich sage euch, ich hatte noch nie bessere Plätze hier im Volkspark. Direkt am Spielfeldrand. Hier werden sich wahrscheinlich auch die Spieler noch warm machen. Es ist der Wahnsinn. Vielen Dank für diese Plätze. So, die Cannstatter Kurve füllt sich da auch langsam. Die Stuttgarter kommen rein. Was für bestes Timing der Sonne. Guckt euch das mal an. Genau jetzt, wo die Spieler rauskommen, knallt die mir hier voll ins Gesicht. Was für ein krasses Pfeifkonzert hier, wo die Stuttgarter reinkommen. Wahnsinn. Und jetzt kommt das Heimteam. Guckt euch das an. Eine krasse Stimmung, Wahnsinn. Respekt an alle Halbschirmfans, ganz Champions League. Oh, wie krass. Schaut euch das an. Wahnsinn.
Leute, guckt euch mal bitte diese Choreografie an. What the fuck? Krass. So, die Spieler sind auf dem Platz. Es geht jetzt los. Relegationsrückspiel. Hamburger Sportverein gegen VfB Stuttgart. Nicht ein letztes Mal diese Saison vlogge ich für euch Fußball. Es geht jetzt los. Relegationsrückspiel. Direkt das 1:0 für den HSV. Das wäre so wichtig für den HSV. Oh! Leute, der HSV bombastisch ins Spiel gestartet. Unfassbar gut. Jetzt vielleicht die Chance zum 2:0. Ja, oder was? So, es wird nochmal gecheckt, ob das Tor überhaupt seine Wertung hat. Halbzeit hier in Hamburg, es steht 1:0 für den HSV. Der HSV dominiert das Spiel, spielt deutlich besser. Stuttgart hat auch Chancen, aber aktuell spielt der HSV, als ob er in Liga 1 will. Jetzt fehlen noch 2 Tore zur Verlängerung, 3 Tore zum Weiterkommen. Zweite Halbzeit beginnt und ich glaube, jetzt wird gezündet im Gästeblock. Thank you.
sehen wir da das zweite AS Rom. Die Stuttgarter liegen auch ständig auf dem Boden. Wahnsinn, wie sich der Fußball entwickelt hat. Also eins muss man den Hamburger lassen. Egal wie schwer es ist, die Fans sind immer da. Großer Respekt nochmal an die Hamburger Fans. Wahnsinn. Das war das endgültige Aus für den HSV. 3:1 für den VfB Stuttgart. Damit ist das Spiel auch, glaube ich, jetzt zu Ende. Hört euch das bitte an. Das ist einfach gebührt Respekt. Wahnsinn. Da hinten völlig übertrieben, was die da machen. Der Wahnsinn, wie viel Polizei da auf dem Platz ist. Völlig übertrieben. Ja. Leute, das sind die letzten Bilder dieser Saison. Wahnsinn, was da passiert. Unfassbar. Völlig unnötig. So, meine Lieben, ich bin jetzt zu Hause angekommen und finde es sehr, sehr schade, dass der HSV weiterhin in der zweiten Liga bleibt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der HSV einfach sehr gute Gegner auch in der zweiten Liga haben wird. Gegen Rostock werden die spielen, gegen Hansa, gegen Hannover, gegen St. Pauli, gegen Hertha, gegen Schalke, Kaiserslautern, also ich glaube Magdeburg. Ich glaube, da werden schon sehr geile Gegner dabei sein. Heute hätte es der HSV verdient gehabt, aber eine Halbzeit reicht einfach nicht, auch nicht gegen den drittletzten aus der Bundesliga. Viele Grüße an Stuttgart, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Im Endeffekt, wenn man die Relegation 6:1 im Endergebnis gewinnt, hat man es auch irgendwo verdient. Und das war wohl der letzte Stadionvlog diese Saison. Ich freue mich schon auf nächste Saison. Denkt bitte dran, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo zu hinterlassen. Es ist für euch komplett kostenlos. Mir hilft das weiter. Und besucht auf jeden Fall Instagram und Twitch, meine beiden Channel, überall unter FanPrimes zu finden. Und ich sage ein letztes Mal Bye-bye aus dieser Saison. Wir sehen uns zur nächsten Saison. Bye-bye, Leute.